Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Two Warriors. Ja, ihr seht, ich bin hier in meinem Minidorf, beziehungsweise in der Bauarbeiter, im Bauarbeiterdorf und habe schon wieder ein bisschen abgedatet. Ich habe ein bisschen was geforscht, nämlich die Bogenschützen hier auf Level 6. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die noch höher gehen auf diesen Rathaus-Level. Ich glaube nämlich nicht, weil ich das Labor auch gar nicht ausbauen kann. Und habe auch diese Mutanten-Mega-Minions hier abgedatet auf 2, weil ich ein bisschen Elex-Überschuss hatte. Aber ich wollte mir jetzt erstmal das dritte Armeelager holen und habe gesehen, das kostet 180.000 im Shop. Das ist natürlich doof, weil es geht nur 170.000 erstmal hier oben rein. Das heißt also, wenn ich jetzt anfange zu spielen mit dem Bonus, das reicht nicht. Das heißt, wir müssen erstmal etwas Gold reinfarmen, damit wir das Lager aufbauen kann, beziehungsweise updaten kann. Was ich ein bisschen problematisch im Moment finde, andere Leute spielen auch Clash of Clans und bauen dementsprechend auch ihre Bases teilweise aus, was natürlich super ist, gar keine Frage. Aber mittlerweile hat es dann auch jeder so ein bisschen begriffen, wie man hier so die Bases baut, und ich bin jetzt bis 1400 Pokis hochgekommen. Das ist dann aber auch gewesen, denn wenn ich jemanden habe, so einen wie der hier, der wird mich in jedem Fall jetzt machen gleich, weil gegen 3 Armeelager kann ich noch nicht anstinken mit meiner Base, ist einfach so. Meistens verliere ich da, also es wäre eher dann Glück, wenn ich mal gewinne, aber meistens verliere ich die Kämpfe. Ist einfach so, bei etwas kleineren Bases, da geht's noch. Da schaffe ich das manchmal noch, mich zu verteidigen, aber gegen so viele Truppen, wie der Gegner jetzt wahrscheinlich einsetzen wird, da schaffe ich das nicht. Ist einfach so, ja, da hat er schon 50% und ja, da müssen wir auf jeden Fall, ich verliere auf jeden Fall auch wieder Pokale, was natürlich auch doof ist, weil dann nehme ich den guten Bonus von 1400 nicht mit, denn ich habe mich extra bis da oben hin durchgequält, dass ich bei dem 1400 bleibe, um den Bonus reinzukriegen und nicht den 1200er Bonus. Also, ja, naja, gucken wir mal, wie weit er hier kommt. Ja, da haben wir verloren, habe ich ja gesagt. Gegen jemanden, der 3 Armeelager hat, da kann meine Base nicht gegen anstinken. Und oh, das sind immer. Also, es wird echt nicht einfacher. Es wird eher schwerer für mich. Und ich muss jetzt auch dringend das dritte Armeelager haben. Ich meine, die Bogenschützen hier auf 6, die sind schon nicht schlecht. Aber irgendwann hört es dann auch auf, und in den Pokis, jetzt noch ein bisschen mehr zu klettern, das ist dann erst richtig schwierig, finde ich. Und nach wie vor müssen wir hier so ein bisschen minimalistisch ein paar Prozente immer so hier und da machen. Aber ich hoffe, ja, die Kanone macht uns jetzt erstmal keinen Strich durch die Rechnung. Das ist natürlich nicht schlecht. Mal gucken, ob wir die Lage hier jetzt mitnehmen können. Jetzt tappen wir gleich ganz sicher hier in Fallen rein. Denke ich mal, dass er die hier jetzt irgendwo platziert hat. Oh, doch noch nicht. Dann können wir uns hier ein paar Prozente mehr holen. Okay. Mal sehen, ob die Kanone noch, ob wir die Kanone nicht noch schaffen. Jawohl. Aber wir haben 50%. Super. Aber jetzt vor der Meisterhütte, da lagen jetzt die Bomben. Okay. Mehr wird's aber nicht. Ja, so quäle ich mich hier durch, und so habe ich hier auch die 1400 geschafft. Mal schauen, wie weit mein Gegner kommt. Aber schon 75% zerstört. Ja, keine Chance. Keine Chance. Ja, wenn die mit 3 Armeelagern kommen, geht nichts. Das ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unfair. Ich bin ja auch auf dem Weg, aber hier auch wieder einer mit 3 Armeelagern. Es ist echt schwer gegen die dann zu gewinnen, und ich meine, das Rathaus werde ich mir hier niemals holen können. Zumal er die Def hier auch schon relativ hoch hat. Ich nehme mal an, dass hier auch noch der Tesla steht. Ja, so ist das dann leider. Dann muss ich mir hier ein paar Prozente ergattern. Das geht dann nicht anders. Mal gucken, ob wir vielleicht den Bogenschützenturm hier mitnehmen können jetzt an der Stelle.
Der Crusher wird uns nicht gefährlich werden, aber na komm, mach den Bogenschützenturm noch, jawohl, den Crusher vielleicht noch. Und der hier hinten noch das eine Lager, ja. Wieder 50% gepackt. Das wird aber nicht reichen, das ist das Problem. Das ist das Problem, dass es nicht reichen wird. Jetzt ballern die da auf die Mauern, naja. Okay, gucken wir mal, was der Gegner uns zu bieten hat. Und das dauert schon viel zu lange wieder. Das dauert schon wieder viel zu lange. Da wird er sicherlich... Nein, ich habe gewonnen. Okay, dann können wir zumindest das Lager schon mal updaten. Da können wir hier okay sagen. Und dann daten wir das schon mal ab. Das läuft nur eine Stunde und dann machen wir einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ding hier fertig ist. Da sind wir zurück in meinem Dorf und in der Zwischenzeit ist hier aber was geschehen. Ich kann es mir allerdings noch nicht leisten, denn es gab mittendrin hier, wo ich eigentlich aufgenommen habe, ein Balancing Update. Das heißt, wir können jetzt als Base Builder 3 eine zweite Kanone bauen. Allerdings kann ich mir die noch nicht leisten. Also müssen wir noch eine Runde spielen hier. Aber dafür sind wir ja sowieso bei Clash of Clans, um zu spielen. Der hat die hier auch noch nicht. Wie geht man hier jetzt am dümmsten vor? Der wird wahrscheinlich hier hinten neben den Crusher noch den Tesla haben. Dann machen wir das hier mal ruckzuck. So, mal gucken, wo die hingehen. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Auch das sage ich immer wieder. Sieht doch ganz gut aus. Ja, sieht scheiße aus. Genau, da steht der Tesla. Okay, mal gucken, ob die es nicht doch irgendwie packen, das die Meisterhütte hier wegzumachen. Kommen noch so ein paar Schüsschen. Kommt. Na. Auf der letzten Rille. Okay, 42%. Mal gucken, ob es reicht. Jawohl, es hat gereicht. Super, 65.000 Bonus und ich bin wieder über 1.400. Damit kann ich mir jetzt schon mal was leisten. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich an die Ecke hier erstmal die Kanone rausbringe als zweite Defense hier. Und die gönnen wir uns eben. Und damit haben wir jetzt eine etwas bessere Defense. Könnten sie auch updaten, dauert nur 5 Minuten. 20.000. Was kostet denn eigentlich nochmal das Army? 180.000. Scheiße, Mensch. Ach, und wenn ich jetzt... Okay, jetzt habe ich natürlich auch max 250.000. Das heißt also, in der nächsten Runde haben wir das in jedem Fall drin. Aber ich würde schon die Kanone gerne auf 2 nehmen. Das machen wir auch. Die 4 Gems gönnen wir uns. Dann haben wir die auch gleich auf 2. Jetzt können wir sie eh nicht weiter updaten. Dann können wir auch weiter spielen. Und mal gucken, ob das dritte Armeelager nicht heute noch drin ist. Ah, der hat auch schon 3. Und so eine ähnliche Base, die ich schon kenne. Aber der hat auch schon die zweite Kanone hier. Ich würde sagen, dann machen wir die mal weg. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Immer... 2 Stück pro Lager, das müsste eigentlich reichen. Mal gucken, ob wir hier ein paar Prozente reinsnaggeln können. Aber ist auch schon 3 Lagerspieler. Und, jetzt laufen die aber in die Falle. Ich kenne die Base nämlich. Die haben einige bei uns aus dem Clan auch. Und, aber 45%, komm, da geht noch ein bisschen was. Jawohl, der Crusher ist noch weg. 50%. Jetzt kommen die Fallen. Ja, super. Mal gucken, ob wir das gewonnen haben. Jawohl, wir haben es gewonnen. 90.000 kommen nochmal dazu. Boah, jetzt haben wir 250.000. Das ist natürlich krass. Super. Also endlich mal ein bisschen Erfolg hier und wir können uns das dritte Army Camp gönnen. Wow, wo packen wir es hin? Hier hinten kann man sich wegsnaggeln. Ja, das packen wir erstmal hier hinten hin. Super, 3 Stunden jetzt wieder und 133.000 noch auf der Kante. Was brauchen wir eigentlich zum Forschen? Ah, da geht leider nichts danach. Okay, ist auch nicht so schlimm. Vermutlich daten wir das dann erstmal ab. Geht auch nicht. Okay, der geht auch nicht. Ja, wir sind auf dem guten Weg hier, Maxed Base Builder 3 zu werden. Jetzt mit dem dritten Armeecamp ist das natürlich super für mich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleines Update hier, ein paar schöne Kämpfe. Und wir sind auf jeden Fall auf dem guten Weg. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.